There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Hallo ihr Lieben, ich habe überlegt, ich versuche mal sowas wie einen Vlog und nehme euch ein bisschen in unserem Urlaub mit. Wir sind gerade in Dänemark, in Ulfborg und in der Nähe von Herning und nach Aarhus möchte ich auch gerne noch. Naja, da mal sehen, ob ich das alles schaffe. Auf jeden Fall habe ich sowas noch nie gemacht und ich habe überlegt, ich versuche das mal. Ich werde euch gleich mal ein bisschen das Haus zeigen und zwischendurch ein paar Sequenzen aufnehmen in dieser Woche. Und dann mal gucken, ob ich das hinkriege, euch ein bisschen was zusammenzuschneiden und euch einen kleinen Einblick zu gewähren. Natürlich möchte ich auch ordentlich stricken. Ich habe ein bisschen was eingepackt. Ich zeige euch das mal. Schwupp, da habe ich einmal hier den Riesgänser für den Mann. Der ist sogar schon fast fertig. Hier das Bett für den Wikinger und für mich. So. Also, ich habe nämlich während der Fahrt schon einen Ärmel fertig gekriegt. Hoho! Ja. Den möchte ich heute eigentlich fertig kriegen. Mal gucken, ob es klappt. Schauen wir mal. So, in der guten Petit-Tasche. Aus der Lamana Como. Kennt ihr ja schon, ne? So, genau. Ein bisschen Chaos hier. Genau, und dann habe ich da noch ein paar weitere Projekte drin. Ein bisschen Mut dabei natürlich. Und dann zeige ich euch jetzt mal das Haus. So, ich zeige euch das mal erstmal nur von außen. Drin ist nämlich die ganze Familie unterwegs und die möchte vielleicht nicht unbedingt im Internet veröffentlicht werden. Also, das ist hier eine kleine Terrasse. Klein ist gut, ne? Da ist der Poolraum. Wir sind ja mit meinen Eltern hier, meinem Bruder, meiner Tante, meinem Cousin. Da ist irgendwie, keine Ahnung, Gerätschaften oder sowas. Hier ist noch der Grill. So, ich gucke schon mal einmal in den... Da ist meine Tante, aber ich zeige die mal nicht mit Gesicht, die will bestimmt nicht ins Internet. So, kann man das hier jetzt sehen, wenn die Sonne drauf scheint? Nee, ne? Also da ist der Poolraum drin. So, jetzt gehe ich einmal mit euch rum. Und dann, das ist echt riesig, dieses Haus. Wir haben sogar ein Volleyballfeld. Das wusste ich bis dato auch gar nicht. So, richtig cool. Da hinten ist sogar ein Fußballplatz. Hier seht ihr, ich bin übrigens hier mit Badelatschen unterwegs gerade. Ja, das ist einmal so, da ist der Poolraum. Und genau, da hinten, das gehört alles noch, da hinten, das gehört alles noch dazu. Und ich habe festgestellt, man kann hier auch richtig gut Bilder machen. Und ich muss ja meinen Männle noch fotografieren. Wenn der Pullover fertig ist, mein Bruder möchte ich auch fotografieren. Na, hier ist so die Einfahrt. Und da hinten, da sind nämlich so Hölzer gestapelt. Das finde ich auch sehr schön. Da werde ich vielleicht auch Fotos machen. Muss mal gucken. Oder am Strand. So, das ist das Haus von der Seite. Da schlafe ich. Also da ist das Zimmer, wo wir eben angefangen haben. Da schläft mein Bruder. Richtig toll. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich kann mal gucken, ob ich das ranzoomen kann. Will ich jetzt nicht hinlatschen. Geht das? Oh, langsam. Seht ihr das? Da sind nämlich so gestapelte Baumstämme und sowas. Und da kann man, glaube ich, richtig geile Bilder machen. So, weiter geht's. Das ist das Haus von dieser Seite. Ist das riesig? Ich habe schon gesagt, also da würde ich einziehen. Das ist nämlich so. Da hätte ich auch ein Wollzimmer und alles. Das wäre schon richtig cool. Naja, wenn man aus einer Dreizimmerwohnung kommt, ist das Luxus, ne? Ist jetzt hier nicht, es wackelt, ne? Naja, hier kann man sich auch nochmal hinsetzen, wenn die Kinder draußen spielen, weil die haben hier nämlich ein echtes Paradies. Guckt euch das mal an. Also wenn die mir wo erzählen, dass die diese Woche Langeweile haben, ich glaube, dann fange ich an zu lachen. Guckt euch das an, für jedes Alter. Baby, Kleinkind und dahinter Maxi. Trampolin, alles dabei. Da ist auch schon das Äffchen am Schaukeln und diese Rohrrutsche. Und da ist dann das Fußballfeld. Genau. Und dann sind wir auch schon rum. Also ich zeige euch jetzt natürlich nicht die Zimmer von den anderen und so. Ne? Das ist so ein bisschen Eingriff in die Privatsphäre, das mache ich natürlich nicht. Ja! Super Spazi! Ja, das Gesicht seht ihr ja nicht, ist weit weg. Ja, das ist richtig cool. Und hier werden wir diese ganze Woche sein. Und ich drehe euch mal wieder um. Wartet. Schwupp. So.
Jetzt kann ich euch wieder wegzoomen. Moment, ich hatte euch ja gerade rangezoomt. Wie kriege ich das wieder weg? Jetzt gucke ich hier gerade direkt in die Sonne. So. Ja, genau. Ja, hier werden wir eine Woche Urlaub machen und ich bin ganz gespannt. Ich freue mich schon. Es wird richtig toll. Ich habe mir ganz viel vorgenommen. Ob ich das alles so schaffe, weiß ich nicht. Aber ich werde versuchen, euch ein bisschen was zusammenzuschneiden und euch dann so ein bisschen im Urlaub mitzunehmen. Der Plan ist da. Mal sehen, ob es klappt. Wir sehen uns. Ich melde mich dann später noch mal. Tag 1 unseres Urlaubs und ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das? 12:30. So, naja, auf jeden Fall, wir waren heute Morgen schon im Pool mit den Zwergen. Das, für den kleinen Wikinger war es dann auch das erste Mal so richtig im Swimmingpool. Das fand er richtig cool. Ich glaube, der wird auch eine richtige Wasserratte. Also von daher, ja, war sehr spannend. Der wollte direkt die Rutsche runter. Ja, mal gucken. Ich stricke jetzt hier weiter an meinem Riesgänser Man. Habe mich gerade so ein bisschen rausgesetzt, weil das hier gerade sehr schön ist und die Sonne scheint. Ja, das ist Ärmel Nummer 2. Den ersten habe ich gestern fertig geschafft. Ja, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege den heute endlich fertig. Ich wollte ja gestern schon fertig werden, das hat leider nicht geklappt, weil ich einfach zu müde war. Und ja, also von daher der Wind. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Das pfeift jetzt hier ganz schön. Aber es ist so schön, ne? Die Sonne, Vitamin D, ich tanke das gerade so ein bisschen. Und ja, heute ist ja Sonntag, das heißt, heute machen wir wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so viel. So ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen. Die Kinder wollen, die spielen jetzt gerade auf der Switch. Das ist ja nicht so, dass sie das auch zu Hause machen können. Aber andererseits sage ich mir, mein Gott, das ist Urlaub, ne? Können wir machen, was wir wollen. So, egal. Nicht das, was man sollte, sondern das, was wir wollen, worauf wir Bock haben. Und wenn das denn drin ist, Switch spielen ist, dann ist das halt so. Ne? Aber sie haben hier draußen halt, habe ich euch ja gestern gezeigt, auch so einen ganzen Park. Jetzt einmal, jetzt muss ich gerade mal gucken, zwei zusammen. Die haben jetzt hier halt so einen ganzen Park, wo sie halt wirklich sich austoben können. Die waren heute auch schon draußen, heute Morgen direkt vor dem Frühstück auch schon. Das ist für die halt auch einfach cool, dass sie das direkt vor der Haustür haben, nicht erst irgendwo hinfahren müssen oder so, sondern direkt raus können. Und das machen sie zwischendurch auch immer. Das ist total schön. Also ja, sowas hätte ich gern zu Hause. Ja, aber naja, genau. So, und dann hoffe ich ja, dass ich noch mal eine Rückmeldung vom Mut bekomme. Eventuell kann ich die im Office besorgen. Ich bin im Urlaubsmodus, ich kann nicht mehr reden. Ja, eventuell, wenn die Zeit haben, kann ich da vielleicht mal vorbeifahren. Und ja, wollte ich mich bei denen auch noch mal für die Kooperation bedanken und ja, mich mit denen ein bisschen unterhalten. Vielleicht zeigen die mir auch ein bisschen was. Vielleicht darf ich auch die Kamera so ein bisschen mitnehmen. Ich habe schon mal angefragt, ob ich vielleicht ein bisschen filmen dürfte. Das würde ich ganz schön finden, dann könnte ich euch da mal ein bisschen mitnehmen. Genau, dann möchte ich jetzt auch mit meiner Tante, werde ich dann nochmal nach Aarhus fahren, weil ich ganz gerne, weil ich ganz gerne noch zu Knitting for Olaf möchte und eventuell zu Isaya oder Isaga. Hallo mein Schatz, das ist der Krabbe, das ist mein. Du willst auf dem Arm? Ja. 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 Pumps. Ja, steh auf, los. Hopp, hopp. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Go for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a
in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright? Hallo ihr Lieben, so, ich hatte gerade meinen Termin bei Mut. Es war total toll, die sitzen ja in Herning. Ich hatte meine Ansprechpartnerin angeschrieben und gefragt, ob ich einmal vorbeikommen kann und ein bisschen gucken kann, wie die da arbeiten und die einfach mal persönlich kennenlernen. Dann habe ich ein bisschen Marzipan mitgebracht, so als Dankeschön für die Kooperation. Und ja, es war sehr schön und ich habe auch ein paar Videos gemacht, da werde ich euch ein bisschen was zeigen. Und wenn ich versuche, einen Vlog zusammenzuschneiden, hoffe ich, dass es euch gefallen wird. Man wird schauen. Jetzt bin ich immer noch in Herning, weil meine Mutter, meine Tante und meine Mädels, die sind hier im Herning Center. Das ist ein Einkaufscenter, da werde ich jetzt auch mal rein und dann hoffentlich gleich noch mal was trinken, Kaffee trinken, ein bisschen von meinem Meeting erzählen und ja, die Sarah, die hat mir auch ein bisschen was mitgegeben, dass ich euch zeigen kann und ich, ja, das war total, ich bin total geflasht, weil die einfach so herzlich sind, die sind einfach so lieb und man fühlt sich total gut aufgehoben, man fühlt sich willkommen. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man stört da oder so. Die sind einfach immer nett und ich war erst total aufgeregt und hatte so ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, ich dränge mich auf oder so, aber gar nicht. Also die sind wirklich so herzlich und ja, das ist einfach eine total tolle Zusammenarbeit mit Mut und ich bin super dankbar dafür, dass sie mit mir zusammenarbeiten, dass ich vorbeikommen durfte. Also herzlichen Dank nochmal, liebe Sarah, dass du mich da ein bisschen rumgeführt hast, dass du dir Zeit für mich genommen hast und ja, genau. So, jetzt werde ich einmal ins Shoppingcenter gehen und dann melde ich mich wieder bei euch. Strong, we're doing wrong, wrong, wrong. But
ja, jetzt habt ihr den größten Teil von meinem Vlog schon gesehen. Oh, das verschmähe ich hier gerade. Wir sind inzwischen wieder zu Hause und ja, ich habe die letzten Tage im Urlaub nicht mehr wirklich Zeit gehabt, was aufzunehmen. Ich habe versucht, ein paar Bilder zu machen und sowas. Ich habe euch das versucht, jetzt wahrscheinlich alles zusammenzuschneiden. Ich ärgere mich ein bisschen, dass die Aufnahmen vom Mut so verwackelt sind und ich dachte auch, ich hätte viel mehr Aufnahmen gemacht. Ich weiß nicht, ob meine Kamera da nicht mitgemacht hat oder was, keine Ahnung. Oder ich war zu aufgeregt, das kann natürlich auch sein. So, heute ist Montag, der 15.04. Das heißt, die Urlaubswoche ist schon vorbei und ich werde euch später, hier ist nämlich gleich der Akku leer, später noch, also morgen wahrscheinlich, noch ein Video hier vor Ort aufnehmen, wo ich euch dann die Mood-Taschen zeige, die ich direkt beim Mood bekommen habe, wo ich euch die Wolle zeige, die ich in Dänemark gekauft habe und vielleicht euch noch auch ein bisschen was erzähle. Und ja, und gleich hole ich die Kinder ab und dann fahren wir erstmal zum Friseur, weil wie ihr seht, ist das hier alles kein Zustand mehr. Ist alles sehr lang und zerzottelt und da kommt jetzt wieder ein bisschen Form rein. Ich hoffe, die Kinder oder die Mädels wollen auch Haare schneiden, weil das Haarewaschen ist momentan echt ein Kampf. Weil die haben ja eine ganz schöne Matte auf dem Kopf und der Wikinger muss jetzt auch ein bisschen Haare schneiden. Also die sind langsam auch, da kann ich fast einen Zopf machen, wobei das süß ist mit den langen Haaren, aber naja. So, ihr könnt mich jetzt sehen einmal vorher und vielleicht blende ich euch dann später noch ein Nachherbild ein. Und genau, und dann sehen wir uns morgen dann wieder. Dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen zu den Muttaschen und alles und wie der Urlaub so war. Und da kommen wir dann auch zum Ende des Vlogs und dann hoffe ich mal, ich kriege das alles so hin, wie ich das geplant habe. Wir werden sehen. So, genau. Bis dahin, ja, ich melde mich bei euch. So. So. Hallo und herzlich willkommen zu meinem, ja, ob es ein Vlog wird, ich habe es gehofft, ich habe versucht, einen Vlog zu drehen, ob ich glaube, so gut habe ich es nicht hinbekommen, aber ich bin ja lernfähig, mal sehen. ihr werdet jetzt schon, ich war ja letzte Woche in Dänemark mit meiner, mit der gesamten Familie und da waren wir 10 Leute, genau, haben uns ein großes Haus gemietet und genau, und da hatte ich überlegt, ich nehme euch ein bisschen mit, ihr werdet jetzt auch schon ein bisschen was gesehen haben, zum Ende des Urlaubs bin ich leider nicht mehr wirklich dazu gekommen, Videos zu drehen und ja, das heißt, wir sind jetzt schon wieder in Lübeck. Heute ist Dienstag, der 16.04. Genau. Gestern, also ich bin immer noch mit Wäschewaschen beschäftigt, ne? Also da häuft sich bei 5 Leuten ja doch eine ganze Menge an. Und genau. Also ihr werdet jetzt schon ein bisschen was vom Haus gesehen haben, von außen. Ich habe zwischendurch mit euch ein bisschen gequatscht und ich habe euch schon ein paar Bilder von Mut gezeigt. Da hatte ich ja einen Termin, denn wir waren in Ulfborg, das ist in der Nähe von Herning. Und in Herning ist ja das Office von Mut. Und ja, und weil das in der Nähe war, habe ich gedacht, vielleicht, weil ich arbeite ja sowieso mit denen schon seit längerem zusammen, und habe ich einfach mal angefragt, ob ich die mal besuchen kann und vielleicht ein bisschen filmen kann, um euch ein bisschen was zu zeigen. Und weil ich halt selber auch total neugierig war, wie die da arbeiten, weil die halt immer total lieb sind. So. Und ich wollte einfach mal wissen, wie das Arbeiten da ist und alles, ne? Wie das Team ist und ja. Und ich durfte vorbeikommen, habe ich mich total gefreut. Meine Ansprechpartnerin ist Sarah. Die hat mich auch in Empfang genommen, hat mich rumgeführt und ja, es ist ein total schönes Office, es ist nicht sehr groß, es ist aber auch kein richtig großes Team. Also es ist ein recht kleines Team und die sind alle sehr familiär miteinander, hatte ich das Gefühl. Also es ist alles sehr harmonisch da. Es ist auch ein sehr ruhiges Arbeiten und genau, ich überlege gerade, wie ich das mache. Also die Videos werdet ihr ja jetzt schon gesehen haben. Ich werde vielleicht reinschreiben, welcher Bereich das immer ist, denn gefilmt habe ich einmal so die Rezeption, einmal habe ich in dieses Großbüro reingezoomt und dann habe ich für euch den Showroom einmal aufgenommen, teilweise, da wo die Produkte halt ausgestellt sind, dann einmal den Shooting Room und dann den B2B Room, wo dann halt die ganzen Produkte sind, die dann halt verschickt werden. Und ja, ich fand diesen Stil da total schön und ja, das war einfach so ein richtig schön, so eine kreative Aura halt. Man hat das Leder überall gerochen und es war einfach so von den Farben her alles sehr schön und ja, überall Mut um einen rum ist ja sowieso das Paradies, ne? Genau. Ja, und sie hat mir ein paar Neuheiten gezeigt, die habe ich euch auch gefilmt und es wird eventuell auch bald eine neue Farbe kommen für zum Beispiel die Saturn XL, die habe ich auch mitbekommen, allerdings noch in der alten Farbe.
Und das wird so ein Haselnussbraun. Das habe ich nur ganz kurz für euch gefilmt, weil Sarah erst meinte, das ist noch nicht so ganz offiziell. Aber dann durfte ich es doch zeigen, aber dann habe ich vergessen, das nochmal zu filmen. Also ich habe so einmal ganz leicht geschwenkt und habe dann vergessen, ein Foto zu machen. Weil ich war so aufgeregt. Also ich habe sowieso gedacht, ich hätte viel mehr Videos gemacht. So viele waren es dann gar nicht. Und die ich gemacht habe, sind leider ein bisschen verwackelt. Also ja, ich muss das nochmal üben. Also ich werde es auf jeden Fall üben. Mal sehen. Auf jeden Fall war das Gespräch halt auch komplett auf Englisch und das war für mich natürlich auch wieder so raus aus meiner Komfortzone, aber ich fand das trotzdem, ich habe es ganz gut hinbekommen. Also Sarah hat mich auf jeden Fall verstanden, das war ganz gut und ja, hat mir auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, da so herzlich in Empfang genommen worden zu sein, weil dadurch hatte ich keine Hemmung, Englisch zu sprechen, ne? Weil Sarah hat mir halt auch immer so das Gefühl gegeben, dass das in Ordnung ist und dass sie mich versteht und war ganz ruhig mit mir, sodass ich halt immer sicherer wurde, auch im Reden. Und das hat mir total gut getan. Dafür nochmal vielen Dank. Thank you very much. So, da muss ich kurz was rausschneiden. Da bin ich wieder so ein bisschen abgeschweift, weil das soll ja nicht zu lang werden hier. Genau, und dann habe ich 2 Taschen mitbekommen von Sarah. Da war ich total überwältigt. Das fand ich total toll. Thank you very much, Sarah, for the nice products and for the mood bag. It's so lovely. Ich war echt so verliebt in diese Tasche. Ich finde die halt auch so toll. Die ist halt aus Canvas. Ne? Das ist nicht so dieses typische Leder. Man kann sie halt hier oben zuziehen. Na, sie ist, also man kann sie auch als Shopper nehmen. Ist total super. Man kann sie sich über die Schulter hängen. Sie hat recht lange Bügelgriffe. So, und dann habe ich hier drin jetzt schon ein bisschen Wolle, ein paar Muster. Aber sie ist halt echt geräumig. Ja, wenn ihr da so mal, kann ich euch das zeigen, da reinguckt, da passt ordentlich was rein. Hier ist nochmal so eine Tasche, ne, so mit so einem Reißverschluss. Da kann man so Kleinbimsel reinpacken. Und wie gesagt, und dann zieht man sie zu und unterwegs wird dann da auch nichts weggemopst. Ne? Das ist total super. Fand ich total schön, da habe ich mich sehr gefreut. Und dann durfte ich mir noch was aussuchen und da habe ich mich für die Saturn XL entschieden. Die gibt es einmal in dieser Größe und dann gibt es die einmal eine Nummer kleiner. Die Nummer kleiner hat, glaube ich, nicht diesen Bügel noch. Aber was ich bei der eben so schön finde, ist, dass sie halt so groß ist, dass da ein Pullover für mich oder für den Mann halt reinpasst. Denn die meisten meiner Projekttaschen sind halt ein bisschen kleiner und hier kriege ich gut einen 2-3 XL Pullover rein. Ne? Also und das Schöne ist halt, man kann sie so, ne? Man kann da draus stricken, also man stellt sie hin neben sich und dann klappt da nichts zusammen, sondern man kann da halt so rausstricken und man kann sie halt auch gut transportieren. Was ich schön finde ist, sie hat hier 2 Zipper und hier vorne ist kein Reißverschluss mehr. Ne? Das heißt, man kann hier draus stricken, ohne sich die Rolle am Reißverschluss zu zerschreddern. Das finde ich ganz gut. Sie hat hier außen noch Taschen, ne? So einzeln, also diese Linie hier drumherum, das sind komplett noch Taschen. Da kann man sich Stricknadeln oder irgendwas, was man halt so braucht, noch mit reinpacken. So, dann hat sie hier oben auch noch eine Tasche für Maschenmarkierer, Schere, wie auch immer. Und dann ist sie wirklich sehr geräumig. Ich habe da jetzt einmal noch ein Projekt für mich drin. Das kann ich mal einmal so ein bisschen rausholen, die ganze Wolle. Also was da alles reinpasst, das ist ein Teil. Da ist noch mehr drin. Noch mehr Wolle. Und noch mehr Wolle. Also da passt richtig was rein und die Anleitung. Und dann seht mal, was das für ein großer Eimer ist. Ne? Und auch da sind hier nochmal an den Seiten so Taschen, wo man halt immer was reinpacken kann. Und dann stellt man sie, wie gesagt, hin und kann da super draus stricken. Und genau, das ist halt, die ist aus Leder, die ist sehr gut verarbeitet, wie alle Sachen von Mood. Ich bin ja, wie gesagt, ein totaler Fan von Mood, das wisst ihr ja inzwischen. Ich habe ja auch relativ viele Produkte von denen. Ich packe das mal einmal wieder rein. Und bin halt auch unheimlich dankbar, dass ich mit Mood zusammenarbeiten darf. Und genau, so, das ist einmal das. Bisschen mehr Mut werdet ihr heute auch noch sehen. Also zumindest eine Tasche nochmal, die ihr immer seht. Ne? Die Stavanger, die habe ich ja sowieso immer dabei. Genau, also das war auf jeden Fall mein Besuch bei Mood. Und wie gesagt, der Empfang war sehr herzlich. Ich habe ihr ein bisschen Marzipan mitgebracht, weil ich komme ja aus Lübeck. Und Lübeck ist die Marzipanstadt. Bei uns gibt es Niederegger, das ist ein Familienunternehmen. Und da habe ich gedacht, bringe ich ein bisschen Marzipan für das Team mit. Und ja,
Was ich auch sehr cool fand, dass sie so in der im Eingangsbereich haben sie so verschiedene Porträts nebeneinander. Da habe ich auch ein Foto von gemacht, das blende ich euch einmal ein. Und da haben die Grafiker sich so richtig ausgetobt und halt Porträts von allen Angestellten bei Mood gemacht. Und so altertümlich, also so ein bisschen wie in der französischen Renaissance, glaube ich. Nee, ein bisschen später, nach der französischen Renaissance. Auf jeden Fall so diesen, und teilweise auch so mit diesen langen Haaren und diesen, genau, ich zeige euch das Foto mal, aber ich fand es total cool, ich habe es auch abgefilmt und ja, war sehr, sehr, sehr toll. Also ich war total geflasht von diesen Eindrücken, auch wenn es halt, wie gesagt, es war ein kleines Office, aber eben total schön. Man hat sich sofort wohlgefühlt und das fand ich gerade gut, als wenn man da so ein riesen Konzern ist. So, ne? Also ich fand das total toll. Und genau, mit dem CEO habe ich mich auch noch kurz unterhalten und der konnte sogar Deutsch. Das war für mich ein bisschen erleichternd, weil ich natürlich dann nicht immer so mir die Vokabeln überlegen musste, obwohl ich, wie gesagt, ich habe es ganz gut hinbekommen, glaube ich. So, genau, das war das die Geschichte zu Mood und vielleicht fahre ich auch nochmal wieder hin. Sarah hat gesagt, ich darf auch gerne nochmal wiederkommen. Das heißt, wenn wir wieder in der Nähe sind, Urlaub machen, dann komme ich bestimmt nochmal vor. Waren wir einen Tag später in Aarhus. Das war auch total toll. Und riesig, es war wirklich, es war riesengroß. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte mir ein paar Wollläden rausgesucht, wo ich gerne hin wollte. Meine Tante ist mitgekommen. Wir sind von unserem Urlaubsort 2 Stunden nach Aarhus gefahren. Und ich wollte auf jeden Fall zu Süslerigit, das ist ja aber in Riskow und nicht direkt in Aarhus. Und da habe ich gedacht, da fahren wir dann auf dem Rückweg lang. Und ich hatte im Kopf, dass sie bis 17 Uhr auf waren. Leider hatten sie nur bis 15 Uhr auf. Und um 3:30 haben wir entschieden, wir fahren nach Hause. Verdammt. Also war ich nicht bei Süslerigit. Aber wir waren bei Knitting for Olive. Wir waren bei, wie hieß das, Tonderstrick. Dann waren wir im Garnlageret bei Netgarn. Ich glaube, die 4 waren es. Wir wollten eigentlich noch zu Jahnfreak, aber da war es nachher auch schon so spät da und wir wussten ja, wir fahren wieder 2 Stunden nach Hause. Und da haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt nach Hause. Man kann ja irgendwie vielleicht nochmal da in der Nähe Urlaub machen, weil da gibt es wirklich viel zu sehen. Also Aarhus ist wirklich eine super schöne Stadt und ja, da gibt es wirklich viel zu sehen. Wir waren bei Knitting for Olive. Und da habe ich habe eigentlich genug Knitting for Olive Wolle. Ich hätte mir gar nichts kaufen müssen. Aber ich wollte einfach was mitnehmen. So, na, weil ich war da und ich wollte einfach was mitnehmen. Und da habe ich mir dann von der Merino und von dem Soft Silk Mohair. Also ich habe mir 2 Knäule von dem Merino mitgenommen und 1 von dem Soft Silk Mohair. Ich habe es auch schon angestrickt in der Farbe Wheat. Also es ist Weizen, ne? Genau. Also total schöne Farbe. Und da habe ich jetzt auch schon mal was angestrickt. Allerdings experimentiere ich gerade ein bisschen. Ich wollte nämlich so einen kleinen Schal machen. Die sind ja auch gerade so innen. Und ich wollte ganz gerne was haben, wofür man vielleicht auch mal nur so einen Strang handgefärbte Wolle nehmen kann oder so. Ne? Dass man nicht immer, weil ich habe auch so viele Einzelstränge und ich weiß immer nicht, wo. Ich bin ja nicht so der Sockenstricker. Aber ich dachte, ach ja, also und für sowas, das würde ich halt auch mehr nutzen. Das finde ich halt auch ganz geschenkt, ganz schön. Und deswegen wollte ich halt ganz gerne sowas mal machen. Und ich habe ein bisschen experimentiert und es fing so an. Also es ist jetzt nicht wie der Sophie Scarf oder Sophie Scholl, das ist ein bisschen anders. Ne? Aber auch mit I-Cord. Allerdings hat man den hier nicht so gesehen, sondern eher auf der Rückseite. So, ne? Hier in der Mitte habe ich so das Riesmuster wieder, weil ich da momentan einfach immer noch so Bock drauf habe. Und dann habe ich überlegt, okay, wie mache ich das jetzt, dass man den I-Cord mehr sieht. Und dann habe ich halt hier an der Seite noch ein paar, ups, das war die Heizung, so ein paar Linksmaschen eingebaut, damit man halt den I-Cord mehr sieht. Und das hat mir auch schon ganz gut gefallen. Dann habe ich ein bisschen weiter gestrickt und habe ich gedacht, überlegt, irgendwie gefällt mir das immer noch nicht so. Und dann habe ich nochmal experimentiert. Noch mal so eine Kante eingebaut. Das finde ich halt auch total schön. Na, und habe dann aber gemerkt, okay, jetzt ist hier aber ein bisschen viel los. Dann habe ich hier noch mal ein paar rechts eingebaut. So ein paar rechts. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und jetzt habe ich überlegt, wie sieht das aus mit Perlmuster? Da experimentiere ich auch gerade ein bisschen. Habe jetzt hier auch noch mal, hier habe ich jetzt nur direkt mit dem Perlmuster angefangen und hier habe ich jetzt noch ein paar Rechtsmaschen. Also wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich experimentiere da gerade ein bisschen rum und guck mal, wie es dann wird. Ob es ein Design wird, weiß ich noch nicht. Das ist auch gerade eher so ein Bock drauf Ding.
Aber wie gesagt, der obere Teil hier gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich weiß auch nicht, wofür ich mich entscheide, ob es das Muster wird oder das. Auf jeden Fall gefällt mir dieser Rand hier sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall vielleicht auch nochmal in Cardigan oder so übernehmen. Und da bin ich, wie gesagt, gerade am Stricken. Und das ist halt so aus der Wolle von Knitting for Olive. Und das ist in meiner Petit Knit Tasche. Genau, so. Und Knitting for Olive ist ja an sich so schon sehr schön von der Aufmachung. Es ist ein kleiner Laden in Aarhus. Und es ist halt alles sehr clean. Und man hat so, also sie haben auch, was ich so schön fand, auch so Gläschen mit Knöpfen. Und dann haben sie halt die Modelle von den, mit den eigenen Designs aus der eigenen Wolle halt da auch ausgestellt. Das fand ich sehr schön. Und dann halt sehr, also die Wolle war halt, also es war halt nicht so voll mit Wolle, sondern es war alles sehr, ja, sehr clean und übersichtlich. Das fand ich sehr schön. Genau, hat mir sehr gut gefallen. Und danach waren wir bei, ich habe mir da, glaube ich, eine Karte eingepackt. Moment, nee, habe ich nicht eingepackt. Aber es steht hier, glaube ich, drauf. Tom der Ringstrick. Und der hat mir eigentlich am besten gefallen, der Laden. Genau, da habe ich auch Videos gemacht. Da habe ich auch Videos gemacht. Das hat mir so ganz gut gefallen. Und die habt ihr auch schon gesehen. Und da hätte ich auch ganz viel Wolle kaufen können. Ich habe mich aber zurückgehalten, weil ich habe ja eigentlich genug Wolle. Und trotzdem habe ich so viel gekauft, so viel Wolle. So, und ich habe mich einmal für das Jensen-Garn von Isea entschieden. In dieser Farbe. Ich hatte drei Farben in der Hand und habe aber auch schon eine Projektidee gehabt, habe aber gedacht, so komm, wann soll ich das noch alles machen? Ich habe so viele Ideen. Deswegen habe ich mir erstmal nur einen Strang mitgenommen, um eine Maschenprobe zu stricken, und weil das fühlt sich total gut an. Und genau, da möchte ich einmal gucken, wie sich das verhält. Und hier sind halt 250 Meter drauf, das sind 100 Gramm. Das heißt, ich kriege aus dem Strang auf jeden Fall eine Mütze oder sowas. Also ich kriege das auf jeden Fall auch verstrickt. Oder ich binde das halt in ein anderes Projekt mit ein. Dann, was ich auch sehr interessant fand, war das Hierteholz Ulzbinderi Handwerksgarn von Hierteholz. Das ist dieses hier. Das fand ich halt auch total schön. Und das ist auch ein DK. Das sind 200 Meter auf 100 Gramm. Empfohlene Nadelstärke 4 bis 5. Und Maschenprobe 17 Maschen und 21 Reihen. Auf 10 cm. Ich bin mal gespannt. Auch da ist es auch total weich, finde ich. Also gefällt mir auch super gut. Auch so die Verzwirnung, ne? Kann man das gut sehen? Ja. Mal sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Genau, das habe ich da geholt. Dann waren wir danach noch im Laden, den wir zufällig gefunden haben. Da war nämlich ein Sisi-Laden an der Ecke. Da wollte meine Tante gerne gucken. Das ist so ein skandinavisches Bekleidungsgeschäft. Und dann direkt in der Straße daneben war halt auch so ein Wollschild. Und ich so, oh, da ist auch noch ein Wollladen, lass mal gucken. Und da ist dann halt das Garnlagerett gewesen, das ist so ein kleinerer Laden gewesen. Die haben Filcolana gehabt und noch so Hersteller, die ich nicht so kannte. Mohair bei Cana hatten sie. Und Sockenwolle auch einiges. Ja, also auch einiges an Garn so. Aber was mich angesprochen hatte, ich hatte mir dann einmal von Filcolana noch die, was ist das, die Panilla mitgenommen. Einfach nur Musterknäuel, weil ich auch da mal eine Maschenprobe stricken möchte. Und genau, weil das hat mir von der Melierung her sehr gut gefallen. Sieht man das hier ganz gut? Na, und, genau. Und das ist halt auch ein Decay. Ja, ein Sports Air, ne? 22 Maschen bis 24 Maschen sind das, so 175 Meter auf 50 Gramm. Bin ich aber auch sehr gespannt. Und dann habe ich da ein Garn gefunden, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Das fand ich aber sehr interessant. Das ist diese hier. Gab es auch diverse Garne, also diverse Farben. Ich habe zwei Stränge mitgenommen. Das ist die New Life Wool und das ist recycelte Wolle. Das fand ich halt interessant. Dieses Garn ist halt gemacht aus 100% alten Pullovern. Was steht hier? The yarn is made from 100% old sweaters collected at recycling stations. No dyes or chemicals have been used. Genau. Also das ist halt praktisch aus alten Wollpullovern und
Ja, also praktisch aus der Kleidersammlung wahrscheinlich oder so Sachen, die halt aussortiert wurden. Und daraus wurden dann diese Garne gemacht. Und da gab es halt auch so ein bisschen tweetige, also die andere, es war das gleiche Garn, aber in anderen Farben. Und da waren dann noch so Tweet-Speckles drauf. Und so, das fand ich auch sehr schön. Aber ich habe mich dann für diese Farbe entschieden, weil ich die einfach immer am besten einbauen kann. Und da habe ich gedacht, naja, das sind 200 Meter auf 100 Gramm. Da kriege ich auf jeden Fall ein Slipover für einen Wikinger draus oder eben Mützen oder wie auch immer. Das fand ich aber sehr interessant. Das fühlt sich auch total gut an. Und ich finde halt auch die... die Farbe irgendwie total schön, ich weiß auch nicht. Also das hat mich da neugierig gemacht, da wollte ich einfach mal gucken. So, das packe ich hier nochmal alles wieder mit rein. So, das war eigentlich dann auch schon so das Garn aus Aarhus. Und einen Tag später waren wir dann noch in Ringköbing. Da habe ich nicht so wirklich Fotos gemacht. Naja, doch so ein paar, da hatte ich in der Story auch ein bisschen was gezeigt, aber nicht direkt von der Stadt, sondern als wir Eis essen waren und Kaffee trinken. Das war halt auch ein total, also ein kleines Café, eigentlich auch mehr so ein To-Go-Café, aber man konnte dann eben auch drinnen sitzen und da haben wir uns dann reingesetzt und dann haben wir da noch ein Softeis gegessen und einen Kaffee getrunken. Da habe ich ein paar Videos gemacht und Fotos, das kann ich euch mal einblenden. Und da war noch ein Wollladen bei... Also da war ich vor einigen Jahren, wann waren wir zuletzt in Ringköbing? Ich glaube, da war die Große, die ist ja jetzt 8, das Zieglein, da war die so alt wie jetzt der Wikinger, da war sie so 2,5. Und da war ich zuletzt in diesem Laden drin und inzwischen sieht er auch ein bisschen anders aus und das ist wohl auch ein neuer Besitzer, weil sie sagte mir, die hat auch Deutsch gesprochen, dass sie erst 2 Jahre in dem Laden sind. Merit, wie hieß der, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe mir da eine Karte, ich knister gerade. Eine Karte eingepackt. Das geht hier gleich aus. Ich muss gleich die Karte wechseln. Merigan DK oder DK. Dänemark halt, ne? Genau. Und da habe ich mir Garn gekauft, das jetzt nicht ungewöhnlich ist. Das kriege ich hier auch. Einmal die Pergint und einmal die Alpaka-Ul. Aber ich fand halt die Farben so schön zusammen. Ja, also das ist so. Ups. Aber richtig rum. So. Fand ich halt so schön zusammen. Gegenlicht, okay. Ja. Ah, jetzt geht hier gleich die Linte noch auf, ja. Naja. Genau. So, da bin ich wieder. Da war die Karte voll. Musste ich einmal kurz wechseln. Ich glaube, oh, jetzt muss ich euch doch noch mal ein bisschen höher machen wieder hier. Dann seht ihr mich so abgehackt hier oben. Hallo. So. Ha, oder doch ein bisschen weiter nach hinten. So ist besser, ne? Aber wenn ich jetzt weiter rauszoome, dann seht ihr so das ganze Chaos da hinten. Das will ich nicht, dass ihr das seht. Weil hier ist natürlich noch alles sehr... So ist gut, ne? Noch sehr chaotisch. Ich bin halt immer noch am Wäsche waschen und hier am Rumsortieren und ja... Muss man erstmal wieder reinkommen in den Alltag, ne? Genau, auf jeden Fall waren wir dann am Donnerstag im Tinthus, das ist auch in der Nähe von Ringköbing. Und das ist halt total schön, das ist so ein separates Haus, das eigentlich so mehr alleine auf weiter Flur ist, so. Jetzt ist er hier doch nochmal. Sorry. Und da hat man halt, es ist halt, hat eine sehr große Fensterfront, das Haus. Und dann hat man zwar, also das Erdgeschoss und den ersten Stock und im Erdgeschoss sind halt nur Klamotten, so aus Leinen und gestrickte Kleidung und sowas. So in sehr hochwertiger Qualität und Schmuck und Taschen und sowas. Und wenn man dann, und auch Mut haben die da auch, genau, so ein paar Mut-Artikel haben sie da auch liegen. Und wenn man dann, wie bist du jetzt aus hier? Ach so, Entschuldigung. Ich versuche nämlich gerade die ersten Videos schon mal aufs MacBook zu ziehen, damit ich gleich den Vlog bearbeiten kann. Beziehungsweise es wird ein Vlog-Podcast, beides so, ne? Und genau, und da haben die oben halt dann auch richtig viel Wolle und richtig schöne Wolle. Eben auch Fökulana, Lamana sogar, auch Isaya, Camarose und auch wieder Mohair bei Cana und auch ein bisschen Rega hatten sie da liegen. Und noch so ein paar Garne, die ich nicht kannte. Und da habe ich mir auch ein bisschen was von Fökulana mitgenommen. Die Peruvien. Ganz schön. Ach Gott, ich hole sie mal raus. Wasser. Weil ich da die Farben einfach schön fand.
Und genau, als Hauptfarbe habe ich diese mitgenommen. Fand ich total schön. Und als Kontrast diese beiden. Und da habe ich halt überlegt, ich habe von der hier 5 Knäule. Und die hat nämlich 100 Meter auf 50 Gramm. So, 16 bis 20 Maschen sind empfohlen, Nadelstärke 4 bis 5. Und da habe ich halt auch gedacht an Pullover für den Wikinger und dann mit Streifen vielleicht. Oder ich habe auch schon eine Idee mit dem Hebemaschemuster, aber das würde ich dann ein bisschen anders anordnen, als ich das jetzt beim Ethno habe. Aber das Muster macht mir einfach so viel Spaß im Moment. Und es gibt mir halt die Möglichkeit, auch mit Farben zu arbeiten. Genau, und das würde dann so diese Kombi werden. Aber da weiß ich auch noch nicht was. Das sind halt erstmal so Schnapsideen. Vielleicht wird es auch irgendwann was ganz anderes, ne? Man weiß es nicht. So. Dann meine Projekte im Urlaub. Ich habe fertig bekommen den Riesgänser für Männer. Yay. Da ist er. Flup. Ich beug mich mal ein bisschen zurück. Ja, ist richtig toll. Aus der Lamana Como Grande in der Farbe Muskat. Das Garn wurde mir zur Verfügung gestellt von Lamana. Und der Mann zieht ihn unheimlich gerne an. Also er sagt, der ist aber auch echt weich. Also der ist wirklich super weich. Und ja, er hat ihn super gerne an. Ich habe richtig tolle Bilder gemacht, finde ich. Also einmal von ihm allein und einmal mit dem Wikinger zusammen, weil der hat ja auch einen Riesgänser in einer ähnlichen Farbe, nämlich diesen hier aus der Lana Grossa Eco Kashmir. Eco Kashmir. Quatsch. Kuwul Kashmir, so. Und genau, und den hatte er dann auch an. Dann habe ich von beiden habe ich so Papa-Sohn-Bilder gemacht. Die sind auch richtig schön geworden. Da, ups, blende ich euch einfach mal ein Bild ein oder zwei. Und ja, finde ich richtig toll. Und die Anleitung, die kommt ja jetzt zum Ende des Monats. Also ich gucke jetzt mal, sie werden langsam so alle fertig. Und wenn sie dann alle fertig sind, dann genau. Vielleicht kann ich auch sogar ein bisschen früher online gehen, weil sie sind alle wirklich recht fix tatsächlich. Also das 8 Wochen, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Also so 2-3 Leute fehlen mir da noch, aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut bei. Also ich bin mal gespannt. Also da werde ich euch natürlich Bescheid geben. So, dann, ach, das kann ich euch gar nicht zeigen. Dann habe ich noch einen Rieskraul gestrickt für den Wikinger, weil der braucht den 9, der andere ist so durchgesapscht und hart hier vorne schon. Den muss ich erstmal waschen. Und ja, da habe ich ihn mal schnell einen 9 gestrickt. Da kann ich euch aber auch ein Foto einblenden, wie er den anhat. Genau, aus der, da hatte ich nämlich noch einen Rest von der BC Garn Hamilton Tweed 1 von meinem Slipover. Und ja, da habe ich jetzt immer noch ein bisschen was über, da kann ich vielleicht noch mal eine Mütze oder so draus stricken. Genau, dann habe ich angefangen im Urlaub in meiner Saturn XL von Mood. Das Ethno-Tee, ja, das kennt ihr ja, habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe ja schon das blaue Modell fertig, den Prototyp, und jetzt habe ich halt den das nächste Tee angefangen. Da habe ich aber erst das Rückteil. So, soweit bin ich da. Und auch das stricke ich wieder aus der, ab da, das kann ich jetzt stilllegen, ne? Da kommen jetzt die Vorderteile dran. Das stricke ich auch aus der Filcolana Merci. Die wurde mir von Filcolana zur Verfügung gestellt. So, und die hat ja 50% Wolle, 50% 50% Merino-Wolle. Ich bin noch am überlegen, welche Farbkombi ich nehme. Entweder diese, die finde ich sehr schön, oder diese. Das wäre praktisch die gleiche wie von meinem anderen Pullover, nur dass die Hauptfarbe halt diesmal braun ist. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mal gucken. Ja, da werde ich jetzt auch weiter stricken, und da habe ich in Dänemark angefangen. Genau, und da bin ich halt so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Projekten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch was drin habe. Nee. So, und dann... Nee. So, und dann, ja, haben wir den Freitag noch recht ruhig ausklingen lassen und haben eigentlich, wir waren auch ganz schön kaputt, da haben wir gar nicht mehr so viel gemacht. Und Samstagmorgen sind wir dann ja auch direkt losgefahren. Wieder ankam, war mein Paket von Zwirbel da. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Denn ich habe zum einen die neuen Garne angefordert, die ich auf der Messe gesehen habe, um die mal zu testen. Es sind auch ein paar ältere bei, die ich aber jetzt für den Sommer auch noch mal testen wollte. Dann habe ich ein paar Farbkarten bekommen noch, und dann habe ich 2 Qualitäten für den Ethno Slipover Kids angefordert. Einmal fürs Äffchen, einmal für den Wikinger, weil die Anleitung ja auch bald online geht. So, und für das Äffchen habe ich angefordert die Skadi von Hey Mama Wolf.
die hat mich so neu, das ist das Label hier, so neugierig gemacht auf der Messe. Und die Hey Mama Wolf ist ja ein neues Label und die hat 3 Qualitäten. Und da habe ich mir auch noch 2 Musterknäuel angefordert, die zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt schon den Slipover angestrickt in meiner Stavanger von Mood. Ich liebe sie sehr. Aber da passen halt mehr Kinderklamotten rein und so kleinere Projekte. Für mich ist dieser Ton XL tatsächlich besser, also für Pullover für mich. Ich habe eine Maschenprobe gestrickt. So. Von den Farben her, die fand das Äffchen aber doof. Die fand, sagt, sie will kein Braun. Ist so gut. Dann halt kein Braun. Die kriegt dann diese Kombi hier quasi. So. Da muss ich jetzt auch heute unbedingt nochmal den nächsten Strang wickeln, weil der erste in Türkis ist fast alle. Ich habe nämlich gestern angefangen zu stricken. So. Na, bin jetzt auch schon am Anfang hier. Habe zur Runde geschlossen und habe den ersten Mustersatz schon gestrickt. Na? So. Und dann kommt jetzt auch bald der mit den 3 Farben. Na, das wird dann auch nochmal, da macht ja immer so Spaß. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau. Und das ist die Hey Mama Wolfsgardi. Die lässt sich unheimlich toll verstricken. Hat ein richtig schönes Maschenbild, wie ihr, na, konntet ihr das sehen? Ich hoffe. Und nach dem Baden sieht das ja wahrscheinlich nochmal cooler aus. Die ist super weich. Fällt mir richtig, richtig gut. So. Das ist die. Und da habe ich mir dann noch angefordert die Merino, die Mary Merino 140 von Kremke. Die 110 habe ich ja schon verstrickt. Für diesen habe ich mir jetzt die 140 bestellt. Für den Wikinger. Allerdings bin ich da mit den Farben noch unsicher. Ich habe mir jetzt einmal diese Farben bestellt. Das wird die Hauptfarbe, weil ich gedacht habe, so richtig schön Frühling. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich, aber ich glaube, ich tendiere zu dieser Kombi. Die finde ich halt total schön. Oder die. Die ist ein bisschen dezenter. Oder die. Auch schön. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. So. Das waren die. Dann die Probestränge von der Upsala. Genau, von Hey Mama Wolf. Da habe ich dann nochmal zum Testen die Mokosch bekommen. Das ist diese. Und das ist auch ein Sportsweight. Das sind 300 Meter auf 100 Gramm. Empfohlene Maschenprobe 24 Maschen und 32 Reihen. Maschenstärke 3 ist empfohlen. Und das ist 100% Wolle. Achso, die Skadi, gar nicht gesagt. Ist auch ein Sports. Nee, ist ein DK. Das hat 200 Meter auf 100 Gramm. Und das sind 19 Maschen und 28 Reihen. Und das ist aber auch 100% Wolle. So, dann sehr interessant die Ilva. Das ist diese hier. Die ist von der Qualität her nochmal so ganz anders. Die ist ein bisschen, die ist nicht kratzig, aber die ist ein bisschen rustikaler. Und das ist deutsche Wolle, gefärbt mit Pflanzenfarben. Die Färberei in Wien prüft die Farben gründlich auf Wasch- und Lichtechtheit, um sicherzustellen, dass sie lange Freude bringt. Das finde ich schon mal sehr interessant. Das sind 100 Gramm und da sind 240 Meter drauf. Und das ist komplett in Deutschland halt. Und mit Pflanzenfärben, Farben gefärbt. Genau, das fand ich nochmal sehr interessant. Und dann habe ich mir von Erika Knight nochmal ein bisschen was angefordert, weil ich die Garne von Erika Knight halt auch super cool finde. Und da möchte ich halt ganz gerne ein paar Maschenproben stricken noch. Und da habe ich mir einmal die British Blue Wool angefordert. Diese hier. Das ist einmal, das ist ein Fingering. Die hat 200 Meter auf 50 Gramm. 24 Maschen auf 33 Reihen. Das finde ich sehr interessant, obwohl es ein Fingering ist. Das ist halt doch, aber wahrscheinlich, ne, guck mal, wie die so, das ist eine lockere Verzwirnung. Also das flufft wahrscheinlich nochmal richtig auf nach dem Baden. Empfohlene Nadelstärke 2,5 bis 3. Das ist für mich momentan eine Herausforderung, weil ich ja lieber mit dickeren im Moment stricke. Aber ich werde mal gucken, wie das Maschenbild ist, wenn ich das vielleicht mit 3,5 stricke.
Und genau, da bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich mir noch ein paar Sommergarne, hatte ich angefragt. Das wäre zum Beispiel einmal von Erika Knight die Gossypium Cotton und die Gossypium Cotton Tweed. Und genau, das sind 96% Baumwolle und 4% Polyester sind da drin. 4%, denke ich, kann man gut verknusen. Zumindest bei der Tweed, ne? Und bei der normalen Gossypium Gossypium Cotton sind 100% Cotton, also Baumwolle. Und das sind 100 Meter auf 50 Gramm bei beiden. Und 21 Maschen und 30 Reihen, 3 bis 4 mm Nadelstärke. So, ich bin sehr gespannt. Das habe ich hier einmal in meiner Mustertasche, weil ich da Maschenproben stricken möchte. Genau, das waren die. Und dann habe ich nochmal bekommen, das muss ich aber noch wickeln. Achso, nee, Quatsch. Die habe ich vergessen. Die liegt hier auch noch drin. Von Erika Knight, die Studio Linen. Die fand ich halt auch sehr interessant. Ja, das ist halt so das Leinen. Garn. Aber da ist halt interessant, das sind 85% Viskose und 15% Leinen, weswegen das natürlich einen sehr leichten Fall haben wird und nicht so steif ist beim Stricken, weil die Viskose ja ordentlich Weichheit reinbringt. Ne? Und genau, da bin ich auch sehr gespannt. Die muss ich auch nochmal wickeln, das kann ich nochmal machen. So, und dann habe ich, das muss ich gerade mal gucken, ist das Cheeky Joy, mit Rose Green Garn geschrieben, weil ich da die Garne auch ganz gerne testen möchte. Die haben mir leider einen falschen Strang geschickt, aber ist nicht so schlimm. Sie haben mir auch die Farbkarten mitgeschickt, da kann ich dann zumindest mal anfassen. Da habe ich einmal drei Qualitäten angefordert. Eine haben sie, also sie haben mir die Chicky Merino Joy doppelt geschickt, versehentlich. Ja, das ist diese hier in der Farbe Luft. Und einmal die Lovely Merino Treat in derselben Farbe. Das sind zwei verschiedene Qualitäten. Die Chicky Merino Joy, 100% Merino, extra fein. Und das sind 320 Meter auf 100 Gramm. Und eine empfundene Nadelstärke ist 3 bis 3,5 und 24 Maschen auf 34 Reihen. Und bei der Treat sind es 210 Meter, also ist auch dieselbe Qualität, aber eine andere Stärke. Das sind 210 Meter auf 100 Gramm und das sind empfohlene Nadelstärke 3,5 bis 4,5 und 21 Maschen und 29 Reihen. Da werde ich dann mal Maschenproben stricken. Dadurch, dass ich jetzt von der Merino Joy 2 Stränge habe, habe ich quasi 640 Meter. Da kriege ich vielleicht sogar für den Wikinger oder sogar vielleicht für einen Sommerpullover fürs Äffchen draus. Weil die finde Türkis im Moment nämlich auch sehr cool und das geht ja in Richtung Türkis, würde ich schon sagen. Ja, da muss ich mal gucken. Und wenn mir die halt gefallen von der Qualität her, dann werde ich da auch nochmal was ordern. Dadurch, dass ich die Farbkarten bekommen habe, ist das halt schön, da kann man mit den Farben ganz gut gucken. Ne? So, das war es eigentlich. Ich glaube, ja, mehr habe ich jetzt gar nicht zu zeigen. Es ist auch schon wieder unheimlich lang geworden. Und ich glaube, von der Rückfahrt habe ich jetzt gar keine Videos gemacht. Ansonsten blende ich die nochmal ein, aber ich glaube, da habe ich gar nicht großartig was gemacht. So, ich werde jetzt nochmal weiter Wäsche waschen. Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich spiele jetzt schon die ganzen Tage jetzt Don Quixote. Kämpfe gegen die Windmühlen, weil dieser Wäscheberg wird einfach nicht kleiner. Also es ist verrückt, wir haben ja auch keinen Trockner. Und ich habe jetzt zum Mann gesagt, er soll jetzt, wir müssen einen Trockner haben. Also das geht nicht mehr anders. Ich wasche jeden Tag Wäsche, selbst wenn wir nicht im Urlaub waren. Das geht so nicht weiter. Die Zeit kann ich anders verbringen. So, genau. Von daher gucken wir mal. Aber das muss ich jetzt erstmal bewältigen. Jetzt werde ich gleich nochmal ein bisschen weiter aufräumen, werde ein bisschen Wolle wickeln, werde mich an die Anleitung setzen. Jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten wieder. Ich habe ja noch ordentlich was aufzuholen jetzt noch. Und genau. Und dann schauen wir mal. Nächste Woche werde ich versuchen, einen neuen Podcast aufzunehmen. Diese Woche ist ja jetzt, achso, den Vlog, ja, den werde ich gleich auch noch bearbeiten. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche und ob ich es hinbekomme. Ich hoffe es, ne? Also es ist ja jetzt nicht richtig ein Vlog. Also es ist halt ein bisschen Vlog, es ist ein bisschen Podcast, weil ich ein bisschen was erzählt habe jetzt im Nachhinein noch. Und genau. Ich habe von Mut noch einen Link bekommen. Den packe ich euch unten in die Infobox, falls ihr Interesse an Mut-Artikeln habt. Wenn ihr darüber bestellt, dann genau, kriege ich noch eine kleine Provision. Für euch kostet es nicht mehr. Für euch sind es halt die normalen Kosten und genau, den packe ich euch mit rein. Aber da mache ich dann auch so ein Sternchen vor, dass ihr wisst, dass das ein Affiliate-Link ist.
Und genau, ansonsten findet ihr alle weiteren Daten auch in der Infobox. Da packe ich auch wieder die Timesteps rein, dass ihr springen könnt, wie ihr Bock habt, während dieser Folge. Und alle Infos zum Garn und zu den Herstellern und alles packe ich euch auch. Und zu den Schnitten packe ich euch alles unten rein. Genau. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das Format jetzt so okay fand. Es ist halt sehr wuselig, es ist noch nicht perfekt. Also die Videos sind leider sehr verwackelt. Ach, naja. Ach so, was ich euch auch noch einblende oder was ihr schon gesehen haben werdet. Wir sind ja auch so eine Familie, die gerne Lenkdrachen fliegt. Ich bin seit Jahren keine Lenkdrachen geflogen. Und dieses Jahr das erste Mal, glaube ich, seit 5, 6 Jahren wieder. Und es hat wieder so Spaß gemacht. Da habe ich die Matte geflogen. Ich durfte sogar den Hawk kurz fliegen. Aber das ist so eine Zicke. Und der Hawk, da hat halt auch eine sehr, der hat sehr großen Zug, noch mehr als die Matte. Die Matte sieht ja aus wie so ein Fallschirm. Und die hat ordentlich Zug. Die zieht einen ordentlich über, also wenn gut Wind ist, dann zieht die einen ordentlich über den Strand. Beim Hawk musste mein Bruder mich teilweise ein bisschen festhalten, aber der ist mir ständig abgestürzt. Also der war ein bisschen zickig beim Lenken, weil wir auch ständig Windlöcher hatten. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen Bernstein haben wir versucht zu finden. Also da werde ich euch sonst gleich auch noch ein paar Videos reinpacken. Vom Strand, wie wir da waren. Das war allerdings schon der Montag. Das war sogar vor Mut. Aber wie gesagt, das wird ja alles ein bisschen durcheinander. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr Tipps habt, was ich besser machen kann, sagt mir das gerne. Ich werde auf jeden Fall nochmal an der ruhigeren Hand so ein bisschen üben. Ne, dass ich ein bisschen langsamer filme, wenn ich irgendwo bin. Dass ich ein bisschen ruhiger, mit weniger Zittern. Aber ich glaube, das Zittern lag einfach daran, dass ich so nervös war bei Mut und so aufgeregt. Und ich glaube, das war das so ein bisschen. Und genau, aber ich habe gemerkt, die Videos waren teilweise zu schnell, also ich habe zu schnell gefilmt. Ich werde versuchen, das im Bearbeitungsprogramm ein bisschen zu reduzieren, dass es halt langsamer ist und dass ihr da ordentlich was sehen könnt. Und genau, hoffe ich, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns spätestens übernächste Woche dann zum regulären Podcast wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.